Na komm schon, Kamera. Na los. Wo bleibst du denn? Natürlich, diesmal sitzt sie komplett falsch. Na toll. Ich hoffe, das geht so einigermaßen. Geht, ne? Irgendwie bin ich jetzt voll winzig. Moment. So. Herzlich willkommen zurück bei Bloodborne. Ich muss mir den Hut noch anziehen, den habe ich ausgezogen, ne? Tag. Meine Kamera ist halt wieder voll von Arsch. Ich hoffe, das wird noch irgendwie. Oder es wird nicht schlimmer. So. Ich hoffe, es ist nicht gleich wieder zu laut. Ich habe das Gefühl, es wird zu laut. Ich weiß nicht, ob ich die Kamera gleich vielleicht nochmal verstellen muss. Natürlich ist die auch da. So. Ich werde mein Bestes geben, dass wir ganz, ganz schnell bei dem Boss weiterkommen. Aber versprechen kann ich gar nichts. Ah, der ist schon tot. Ich weiß nicht, ob Gisela dazu bereit ist. Na komm schon! Jo, Gisela ist bereit. Gisela hat 20 Blutfiolen und 20 Quecksilberkugeln. Gisela ist vorbereitet. Ob das irgendwie hilft, das weiß ich allerdings nicht. Oh ja. So. Die kriegen wir auch down, oder? Gisela ist wirklich klasse, das muss ich aber auch nochmal sagen. Auch wenn Gisela sich letztes Mal ein bisschen blöd angestellt hat, aber das schafft Gisela heute auf jeden Fall. Das wird schon. Ach, Gisela erlebbar. Ach komm, wir müssten dich jetzt nicht damit aufziehen. Das war. Das habe ich einfach. Das war T9. Hallo. Wir werden sehen, wie das jetzt funktioniert. Jo, der Gisela ist auch wieder da. Aber ich musste Gisela seine Mütze wieder anziehen. Sonst ist er nachher sehr leicht verwundbar. Das wollen wir ja nicht. Nein! Oh nein, na, 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 na! Blöde Aktion. War so nicht geplant. Au, au. I'm sorry, this is a German stream. So no English here. Toll, jetzt habe ich schon Blut verloren. Das ist natürlich super. Die haben auch nichts gedroppt, ne? Wir gucken mal, wie es funktioniert. Na los! Ah, okay, ich krieg von den zwei Blutfüllen zurück, das ist ganz nett.
Ich muss auch leben. So. Wollte nicht, ich wollte nicht, ich wollte nur wechseln. So, was haben wir denn da? Ich muss das, glaube ich, ein bisschen ändern, was ich hier habe. Ich will die hintereinander haben, die Spieluhr. Moment, ich mache das ganz schnell. Nein! Oh, ich bin echt ein bisschen verpeilt momentan. Ja, kriegen das schon hin. Das da rein. Da rein den Molotow-Cocktail. Wir schaffen das schon. Vielleicht soll ich das entfernen, denn dann brauche ich da nicht immer drauf zu wechseln. Ich weiß nicht. Ich versuche das hier lieber nicht. Das geht bei mir immer schief. Wir gehen jetzt erstmal zu unserem besten Freund hier. Und ich hoffe, das wird heute was. Ich hoffe, ich vergesse nicht, dass ich auch Molotow-Cocktails habe. Viel Spaß, Gisela! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wow, ich habe mich selber damit ein bisschen in die Luft geworfen. Das war. Oh, ich hänge fest. Das war natürlich eine super Idee. Das bringt eindeutig nicht wirklich so viel bei dem. Okay. Mist. Ups. Oh nein, nein, er verwandelt sich. Oh, scheiße. Das mag ich nicht. Das mag ich nicht. Na komm schon, Gisela! Du hast das Zeug dazu. Wir schaffen das. Easy going. Ganz easy. Boah, ist der nervig. Dein Ernst? First try. First try. Ganz ehrlich? Ernsthaft? Na super. Wir haben es geschafft. Wartet, Moment, Moment, Moment. Deine Gisela muss was machen. Moment, 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 Moment. Da. Gisela hat es geschafft. Wir machen die Lampe sofort an. Das. Oh! Die haben kleine rote Schleifen jetzt an. Sind die nicht süß? Sind die nicht niedlich? Guck mal, die haben kleine rote Schleifen auf dem Kopf. So, ich guck mal, wie viele Teile ich habe. Wir gucken mal, ob wir was upgraden können. Das wäre ganz nett. Ja, die Gisela hat's geschafft. Beim ersten Versuch und irgendwie habe ich noch nicht wirklich vernünftig gespielt. Dafür lief es schon mal sehr gut. Hä? Wo ist die Olle hin? Hallo? Wo ist die Olle hin, bei der man die Blutechos einlösen kann? Hallo? Ist sie einfach verschwunden, oder was? Wo ist die denn hingelaufen? Das ist nur dieser komische Kerl. Okay.
Scheiße. Wieso sitzt sie denn plötzlich woanders? Okay. Wir machen einfach mal die Ausdauer. Betonung auf guter Jäger. Die Betonung liegt darauf, auf gut. Ah nee, das waren die nicht. Ich habe hier auch welche kleine Schleifchen angezogen und jetzt sind da immer kleine Schleifchen. Das ist so süß. An den Lampen sind jetzt die Teile mit kleinen Schleifchen. Das ist mega niedlich. Obwohl ich denen auch gern so einen Hut anziehen würde. So, wir gucken mal, wo wir jetzt hinkommen. Ich weiß es noch nicht. Müssen wir uns überraschen lassen. Das ging jetzt viel zu schnell. Ich habe jetzt auch nicht damit gerechnet, dass wir beim ersten Versuch den Pater down kriegen. Das war viel zu schnell. Diese war viel zu stark. Am Baumstumpf, ob da noch welche sind, weiß ich gerade nicht. Habe ich nicht nachgeschaut. Aber da sind welche! Und sie haben kleine Schleifen auf dem Kopf. Die sind so süß, die Teile, ne? So. Der kann alles kaputt machen, ich kann hier nichts kaputt schlagen, ist klar. Wir gehen mal gucken, wo wir jetzt hin können. Irgendein Weg muss sich ja jetzt für uns geöffnet haben. Noch lauter geht's nicht, oder Gisela? So. Mal gucken, wo wir hier sind. Toll. Hier ist nichts, dann gehen wir mal hoch. Oh, wenn Gisela so mit dem Hintern wackelt, dann. Ich glaube, das macht den Horst ganz wuschig. So, da haben wir ein Briefchen. Ah. Eine Spinne. So, also Spinnen sind jetzt nicht so mein Fall. Kann man diese Kiste benutzen? Blutedelstein-Werkstatt-Werkzeug. Was für ein komplizierter Name. Wo sind wir jetzt? Zu dem wenig hell. Sind wir jetzt da, wo wir hin sollten? So bei der Kathedrale? Gisela ist ganz vorsichtig. Irgendwas stimmt hier bestimmt nicht. Jetzt ist Gisela verschwunden. Erzählt es allen. Sagt allen, sie sollen herkommen. Ui, da wissen wir schon, wer mir Bescheid sagen. Das heißt, ich weiß jetzt schon, wem ich Bescheid sage dafür, für den sicheren Ort, aber
Wie ich diese Person finde, ist immer die andere Frage, denn meine Orientierung in diesem Spiel lässt noch zu wünschen übrig. Gisela, geh mal schnell runter. So, es ist jetzt ein bisschen blöd, dahin zu laufen. Aber wird wohl nicht anders gehen. Es lohnt sich dafür auch gar nicht, jetzt in den Ladebildschirm zu gehen, um in den Albtraum zu gehen. Die Albtraumwelt. Es lohnt sich nicht, wir rennen einfach hin. Oder wir versuchen es zumindest. Na toll. Ah! Also der kam aber ein bisschen spät plötzlich. So, da, wir gucken mal. Einer steht noch. Ich guck mal, ob ich die Frau finde, die den sicheren Ort haben wollte. Ich finde, momentan sieht man Giselas Haare ganz schön. Echt? Da gab es eine Lampe. Ja, toll, das hätte ich halt vorher wissen müssen, ne? Egal, wir suchen jetzt einfach nach der Frau. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das. Ist die Frau irgendwo hier in der Richtung? Hund! Noch ein Hund! Ihhh. Au. Ich glaube, die war hier vorne, die Frau. Was? Ich dachte, das sollte ihr helfen. Ich habe ihr doch geholfen. Wieso ist sie denn jetzt so böse zu mir? Okay. Egal. Ich habe der Frau geholfen und es interessiert sie halt nicht. Toll, voll daneben geschlagen. Ja, die Frau ist aber nicht gerade freundlich, ne? Dafür, dass wir ihr helfen, dass ihr Leben in Sicherheit bleibt, ist die echt ein bisschen. Wo gehe ich überhaupt hin? Ein bisschen frech. Ich laufe halt einfach den. Ah, nein! Den ganzen Weg einfach mal kurz zurück. So lange dauert das ja nicht. Das ist eine sehr nette Frau. Ich habe das Gefühl, die sind hier alle so. Vielleicht sollte ich auch noch mal irgendwie zu dem Typen reisen. Mit diesem komischen Fenster, den wir ganz am Anfang da hatten. Wo es hieß, dass man dann Flammenwerfer bekommt. Vielleicht sollte ich mit dem auch noch mal sprechen. Ich weiß aber nicht, ob ich da jetzt durch die Gegend reisen möchte. Ich würde gerne ein bisschen weiterkommen, ne? Bin jetzt schon froh, dass wir hier sofort weitergekommen sind. Das heißt, ich muss jetzt nicht hier den ganzen Stream über hier hängen bleiben. Und mein Level möchte sie wissen. Level 25. Das hat Gisela alles allein hinbekommen. Nicht. So, gucken wir mal, ob wir hier irgendwas. Zum Aktivieren finden, so eine Lampe wäre jetzt hier nicht schlecht. Ah, okay. Ja. Da sind die kleinen süßen Tierchen. Na. Hallo. Ja, also, sicher ist es jetzt zwar, aber kaputt ist jetzt vielleicht auch alles. Kann man dem irgendwas noch sagen?
Ah, sie ist schon da. Okay, Triumph haben wir jetzt. Wo ist das denn? Wo ist der Triumph? Dann halt nicht. Okay, da sitzt noch jemand Gruseliges. Kann man ihn schlagen? Lebt noch. Ja. Sei doch leise, Mann! Beruhigungsmittel! Das hätte sie auch durchaus nötig gehabt. Jetzt ist sie tot. Okay, ich weiß jetzt schon gar nicht, wo ich hingehen soll. Da ist ein Weg, da ist ein Weg. Geht die Tür überhaupt auf? Was ich mache, Leute, die blöd zu mir sind, verprügeln. So. Gucken wir mal hier, was da ist. So gesund sieht es hier nicht aus. Da unten komme ich bestimmt durch die andere Tür hin. Da rennt jemand. Oh! Das sieht aus wie der Sensenmann. Ups. Oder auch nicht. Was hat der für ein komisches Gesicht? What the fuck? Aua, die Vögel, die sind auch stärker. Dein Ernst? Das sind nur blöde Vögel. Wissen des Verrückten, okay? Okay. Wir gehen erstmal hier lang, zurück kommen wir ja sowieso. Ja, obwohl, ich muss sagen, der hat auch so, ich weiß es nicht. Der hat irgendwie, kein, ich weiß es nicht. Der sah auf jeden Fall ganz komisch aus. Mit seiner merkwürdigen Maske im Gesicht. Da kommt noch so ein Freak. Der, wenn ich jetzt nichts mache, vielleicht macht er ja auch nichts Böses. Schnauze. Der hat so eine komische große Glocke um seinen Hals. Irgendwie. Vor allen Dingen auch noch so einen komischen Mantel und dann so einen Hut. Also irgendwie passen die gerade gar nicht hier rein, finde ich. Die sehen ganz komisch aus, ganz merkwürdig. Da ist noch so ein Horst. Irgendwie. Nein, die passen nicht hier rein. Die sehen komisch aus, die Typen. Ja, stimmt, es gibt nur einen Horst. Du Eide. Das stimmt schon. Aber Leute, die sich horstig verhalten, bezeichne ich auch gerne als Horst. Von einem Gerät verschlossen. Oh, wie muss ich dich denn öffnen, du blödes Tor? Muss ich schon wieder eine Abkürzung finden oder irgendeinen anderen Weg? Ach, das ist so. Nein, Horst ist ein Mann geblieben. Wir sind jetzt zwei Männer, Gisela und Horst. So, lass uns noch schnell rein. Du hast nichts mitbekommen. Wir haben den Boss direkt beim ersten Versuch niedergemacht. Also du. Den Namen für Gisela solltest du ändern. Das ist kein Sterbeling. Gisela ist absolut toll und stark. Okay, die Spieluhr. Das war nur Show. Au. Die sehen so merkwürdig aus. Die haben mir irgendwie
Irgendwie haben die hier nichts zu suchen, vom Aussehen her zumindest. Überall noch Grabsteine. Dahinter ist noch was. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Hallo? What the fuck war das denn? Hallo? Hallo? Hilfe! Was war das? Was war das gerade? Ich guck mal kurz, was sind das für neue Klamotten jetzt, die ich gekriegt habe? Ha, was war das? Was war das gerade mit dem Wahnsinn da? Ich habe das nicht verstanden. Was war das? Okay, ist alles nicht so gut. Dann ist meins auch noch besser. Okay, ist einfach dasselbe, oder was? Wieso sollte es leichter gepatcht worden sein? Was für eine Falle, warum? Wieso macht man sowas Böses? Geh mal hier gucke. Oder auch nicht. Der ist mir zu groß gerade. Wir gehen erstmal auf die andere Seite. Ich weiß nicht, was ich von dem halten soll. Ja, okay, hier ist auch nichts, oder was? Merkwürdig. Also das Aimen mag ich immer noch nicht. Das gefällt mir auch gar nicht. Was soll denn das hier? Also irgendwie gefällt mir dieser Abschnitt hier überhaupt nicht. Das ist ganz komisch hier. Ja, das ist alles gemacht. Um Gisela zu ärgern. Und die Spieluhr brauche ich nicht mehr, aber die ist süß. Und außerdem habe ich gerade nichts Besseres als außer so eine. Deutsch ist auch schwer. Außer so eine Ölurne. Ja, der Kathedralenbezirk gefällt mir nicht. Das darf ich doch so sagen, oder? Der gefällt mir irgendwie nicht. Hier ist es irgendwie komisch. Hier laufen sehr merkwürdige Typen rum. Und hier ist es so leise. Und wenn ich sage leise, dann ist es viel zu leise. Okay. Ich habe dich gehört. Du wolltest mich erschrecken von hinten. Ich habe es gehört. Droppst du irgendwas? Nee, du bist unwichtig. Okay, aber das ist einfach nur so ein Raum, wo ich einfach nur das kriege und mehr nicht. Wieso sollte das sein? Irgendwie. Das ist ein bisschen merkwürdig. Dieser Bezirk gefällt mir echt nicht. Okay, wir gehen einfach mal weiter. Wir müssen uns eh erstmal ein bisschen umschauen. Den Weg vergessen werde ich sowieso. Oh, der wartet schon. Huch! Oh, diese Köter sind mega nervig. Schieß halt auf Gisela.
Mach halt. Ja, die wollen echt alle Gisela umbringen und das gefällt mir auch nicht. Huch! Huch, wo bin ich denn jetzt? Was ist das hier für... Also irgendwie... Der Bereich hier ist komisch. Ah, okay, jetzt bin ich auf der oberen... Im oberen Dingens auf der Galerie. Wissen des Verrückten kriege ich hier tausendmal. Hier ist ein Gerät. Na dann. Gehen wir gleich mal gucken. Ich guck erstmal. Hier war nichts mehr, ne? Doch, hier war. Von wo komme ich denn? Naja, wenn da der. Da steht der Baum. Ich gehe gleich nochmal zurück, aber ich wollte erstmal gucken, ob hier in der Ecke noch irgendwas ist. Und das sieht irgendwie interessant aus. Ach, oh, das ist ein Mensch. Ach so, okay. Gisela ist schon vergeben, Alfred. Du brauchst dir keine Hoffnungen zu machen. Also, was meint ihr? Unsere Beute mag verschieden sein, aber wir sind beide Jäger. Warum arbeiten wir nicht zusammen und tauschen unsere Erfahrungen? Bisschen leise redet er. Okay, er will mit Gisela zusammenarbeiten, aber so ganz traue ich ihm nicht. Aber wir machen es trotzdem mal. Ich hau dir gleich den Kopf ab, wenn du so weitermachst. Aha. Wir müssen uns mal los. Da, das war diese komische Spinne. Oder auch nicht, da war auf jeden Fall eine alte irgendeine Spinne. Das Grab der Götter, das unter Jarnam erbaut wurde, sollte jedem Jäger bekannt sein. Einst entdeckten junge Burgenworth belehrte tief unten im Grab. Der macht den Mund gar nicht auf beim Reden. Das ist Bauch, das sind Bauchredner. In diesem Sinne kann alles Heilige in Jarnam nach Burgenworth zurückverfolgt werden. Doch heute liegt die Akademie tief in einem dichten Wald, verlassen und verfallen. Und noch dazu die heilende Kirche Burgenworth. Die sind echt voll mit Blut überall, ne? Wir reden noch kurz darüber, dann gehen wir. Tja, ich bin ein Einfluss. Hat das zu bedeuten? Warum richtet ihr die Klinge auf? Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Es tut mir leid, Alfred. Verlassen. Nein, na egal. Sorry. Aber es ist doch komisch, dass es keine Lippenbewegung gibt dabei, oder? Ich wollte nur ein bisschen gucken, ob hier was kaputt geht. Dass ich ihn dabei treffe, war nicht meine Absicht. Der ist mir unheimlich. Irgendwie will der irgendwas Böses. Ich glaube, der ist nicht so ganz ehrlich zu Gisela. Ja, Gisela ist ganz euphorisch noch. Und denkt jetzt, er hätte Chance gegen alle. Wäre unbesiegbar, aber das täuscht. Wir müssen auf jeden Fall nachher nochmal leveln. Wir dürfen das nicht vergessen mit dem Leveln. Ja, sonst sieht es ganz schlecht irgendwann aus für Gisela. Jetzt essen wir natürlich hier diese Treppe runter. Die da so ganz plötzlich erschienen ist.
Nee, also irgendwie bevorzuge ich das, wenn die Axt groß ist. Wenn die klein ist, mag ich das irgendwie nicht so. Ich gucke mal, was. Ich höre schon irgendwas atmen oder so. Das ist nicht so cool. Hier ist doch irgendwas. Wenn ich jetzt dieses Teil aufhebe oder so, irgendwas muss doch passieren. Oh, da geht's noch. Nee, da geht's noch weiter. Blutedelstein, irgendwas. Aha. Na schön. Erschreckt mich doch nicht so. Böses VV. Gisela, nein, was machst du? Nein! Wehr dich! Irgendwie! Mach was! Wir schlagen voll daneben. Das ist echt gut. Wir treffen ihn fast gar nicht. Ich bin immer zu weit weg für alles. Und fast tot sind wir auch noch. Irgendwie ist es hier recht dunkel. Ich hole mal kurz die Fackel raus. Vielleicht ist da irgendwas hinter. Hier, okay. Kommen wir von da? Es muss noch weiter runter gehen, okay. Hier ist auch nix. Gisela verhält sich sehr unauffällig, muss ich sagen. Da hinten ist doch was. Okay. Also irgendwie ist es hier. Ups. Ist es komisch leise. Ich finde es auch merkwürdig, dass hier niemand ist. Gegengift. Wofür werden wir bitte schon Gegengift brauchen? Gegen eine Spinne höchstens? Ich will keine Spinnen treffen. Ich mag Spinnen nicht. Moment. Ich wechsle nochmal kurz. Ist da jemand? Eine Laterne! Okay, warum sind wir jetzt. Ah, da geht's auch noch weiter. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo wir sind. Wir haben genug Blutechos auf jeden Fall noch für ein Upgrade. Das sollten wir auf jeden Fall nochmal machen. Update. Wie komme ich auf Update? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich jetzt wegen dem Update von Bloodburn. Ich weiß nicht, wo wir sind. Ich weiß es nicht. Ich. Denke, ich werde da auch nicht reinkommen. Irgendwie wird das Gebiet immer größer. Das Waffenfeuer verleiht, okay. So, was wäre denn jetzt von Vorteil? Die Ausdauer vielleicht? Die Stärke? Also. Ich mach mal Ausdauer.
So. Wir gucken mal, wo wir gerade waren. Altjanam. Okay. Wie auch immer wir da hingekommen sind, wir waren ja eigentlich gerade bei den Kathedralen erst. Den Weg zurück würde ich auch nicht mehr finden. Ich bin gespannt, was uns da noch erwartet. Ich hoffe, ich laufe nicht unbedingt dem nächsten Boss in die Arme, aber den einen haben wir schon gesehen, diesen ganz großen komischen mit der komischen Maske. Selbst da wüsste ich nicht mehr, wie ich dahin zurückkomme. Aber wir werden sehen. Was ist das jetzt hier? Jäger sind nicht erwünscht. Egal. Gleich, 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 gleich. Da war noch ein Weg, oder? Ich weiß gar nicht, wo. Ah, von hier kommen wir. Also ich wüsste jetzt nicht, ob das TM irgendwie einen Unterschied macht. Noch nicht? Warum denn? Gisela kann doch alles mal ausprobieren, oder? Wir gucken einfach mal. Ich kann ja immer wieder zurückgehen. Aber hier sieht es schon sehr uneinladend aus. Wenn es das Wort gibt. Uneinladend. Nicht einladender. Wieso sind denn hier Jäger nicht erwünscht? Da wird der Jäger zum Gejagten. Ja, aber ich will kurz mal gucken, was hier so los ist. Und vielleicht die paar Sachen hier klauen, die hier irgendwie rumliegen. Da kommt irgendwas angelaufen. Wir gehen wieder, wir gehen wieder, wir gehen wieder, wir gehen. Das kommt doch wohl nicht durch die Tür durch, oder? Hässlich, ich gehe. Ich gehe. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt den ganzen Weg zurücklaufen will oder einfach. Ich glaube, ich benutze lieber wirklich diese Schnellreise und gehe zurück in die Kathedrale. Dann sind wir fast bei diesem ziemlich großen Kerl. Das wäre vielleicht schlauer, als jetzt den Weg zurückzusuchen und dabei drauf zu gehen. Ah, nee, das wollte ich gar nicht. Das war nicht mein Plan. Da gehen wir zurück. Ja, sammeln. Ja, aber leveln sollte ich ja auch machen. Wurde mir gesagt, soll ich die ganze Zeit schon leveln, damit ich überhaupt eine Chance habe gegen die kommenden Bosse. Ich weiß es nicht. 10.000 Echos für einen Schlüssel. Mal gucken. Jetzt erstmal muss ich mich zurechtfinden. Wir müssen überhaupt wissen, was hier los ist. Vielleicht ist der Große, das ist bestimmt auch wieder so ein optionaler Boss, oder? Der Große mit der Maske. An dem probieren wir uns einfach mal. Ja. Oh, da sind die schon wieder. Ich habe sehr viel getroffen.
Jetzt bleib doch mal stehen, Mann! Dann halt nicht! So. Wo kam denn das Geräusch jetzt her? Lass das! Ja, wir gehen mal gucken. Da oben ist der Große. Ich möchte mal gucken, was da überhaupt abgeht. Optionaler Boss wäre komisch, oder? Da müsste ich auch so durch so einen Nebel durchgehen. Ein Versuch ist es definitiv wert. Oder wir gehen einfach hier lang. Oder wir gehen einfach auf ihn drauf. Ich hoffe, er bemerkt uns nicht. Ah! Oh! Das ging daneben, das ging daneben, das ging daneben. Okay, okay, okay. Hey! Der kann durch den Boden schlagen. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Das ist ein Hebel. Oh! Nein! Was habe ich gemacht? Ich habe das Tor zugemacht. Scheiße. Kommt der hier durch? Das war eine super Idee. Ah! Nein. Du bist blöd. Der Sound kackt gerade irgendwie ab. Warum auch immer. Der, die oder das ist tot. Der, die oder das ist tot. Aber sieht jetzt nicht aus wie so ein Boss. Dafür war es viel zu schwach. Ich würde gerne dieses Tor wieder aufmachen, was ich sinnlos zugemacht habe. Wir gehen mal gucken, was hier oben war, wo er unbedingt hin wollte. Ah, da ist ein Freund von ihm. Deshalb wollte der dahin. Okay. Aber das Tor geht nicht auf, wenn ich das jetzt zumache oder aufmache, oder? Warte mal. Wir probieren es mal kurz. Ah, okay, der Schlüssel, okay. Na dann, kann ich das jetzt zulassen? Wieso ich das überhaupt zumachen kann, weiß ich nicht. Wir gehen mal durch. Von ist auch zu. Oder steht jemand? Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei mir ist momentan der Sound ziemlich am. Ich habe gerade übelste Soundprobleme bei dem Spiel. Wieso kann ich denn noch Feuer die ganze Zeit machen? Ich hoffe, das geht gleich weg. Hi. Ja, irgendwas stimmt mit dem Sound nicht so ganz gerade, aber am Internet von mir liegt es nicht. Ui, der hat eine neue Waffe. Nicht gut.
Der kämpft einfach mit so einer Statue. Ich hänge fest. Nein. Nee, also... Bei mir ist es so teilweise so abgehackt, dass ich echt Angst habe, dass der Sound komplett abscheißt, aber... Könnte mir jetzt nicht erklären, warum. Jetzt gerade auch schon wieder. Verstehe nicht so ganz. Wenn das bei euch auch so ist, dann sagt es ruhig. Dann kann ich mal versuchen, das Game vielleicht neu zu starten. Obwohl es daran eigentlich jetzt nicht liegen dürfte. Kieselsteine kriege ich von dem. Was ist das hier? Wo geht's hier hin? Da steht schon wieder so ein großer. Hier runterfallen ist eine schlechte Idee. Wir gucken mal, wo es hier lang geht. Fernrohr? Wo soll dann hier ein Fernrohr sein? Der sieht unfreundlich aus. Hallo. Ih, was ist das denn für ein Biest? Nein, nein, nein. Also ich wüsste, glaube ich, wenn ich deine beste Freundin wäre. Hat mich einmal erwischt. So. Perfekt. Ich hoffe echt, das Soundproblem ist gleich weg. Das nervt ein bisschen. Wie ich das Spiel finde... Es macht mir schon ziemlich viel Spaß, aber es ist ein Spiel, da kannst du echt sauer drin werden. Ich streame es jetzt noch nicht so lange. Aber... Also es macht Spaß, aber es ist ein Spiel, da muss man echt dann auch Durchhaltevermögen haben. Ich weiß nicht, ob wir Freunde sind, du warst gestern ein bisschen frech zu mir. Minimal. Wo sind wir jetzt? Ah, okay, das ist doch ein Weg. Da geht's nicht weiter? Nee, okay. Was haben wir hier drin? Aha. Das heißt, ich bin jetzt schon wieder irgendwo, wo irgendwas... Das war gestern. Vorgestern, weiß ich nicht. Das letzte Mal, wo ich gestreamt habe, auf jeden Fall. Dann vorgestern. Okay, ich weiß also nicht, was es mir gebracht hat, jetzt hier unten reinzulaufen. Bis auf diesen Mäßigungsblutedelstein.
Genau, einfach das letzte Mal. Darüber kann ich nicht, warum auch immer. Sind hier noch irgendwelche Wege, die ich übersehen habe? Ich glaube nicht. Und hier geht's wirklich nicht lang, ne? Ich würde gerne da auf diese große Brücke, aber ich glaube, da soll ich noch gar nicht sein. Ich weiß nicht mehr genau, wer das war, aber es gab nach dem Stream ein paar Leute. Die darüber diskutiert haben. Aliens? Hört sich so an. Ich mach mal das Tor nochmal auf. Wieso kann ich das Tor von zwei Seiten zumachen? Ändert sich da hinten jetzt irgendwas, wenn ich das Tor öffne oder schließe? Wäre komisch, oder? Okay, wo ich jetzt hin muss, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Mit einer Map wäre das alles einfacher. Von wo kriege ich denn den Schlüssel? Ist das der Schlüssel, den ich kaufen muss? Also ich fand das nicht so lustig. Ah ja, stimmt. Wir haben aber fast 10.000 Echos. Das heißt, wir müssen einfach nur noch ein paar blöde Gegner hier platt machen. Was Gisela also ja so gut kann. Nein, in Alt-Yaman war ich eben schon, aber da durfte ich ja anscheinend nicht rein. Es wurde mir ja verboten. Oh, hör auf damit! Alles weg. Alles weg. Scheiße. Nur wegen diesen blöden Kötern. Okay. Nochmal alles von vorn. Nochmal alle Gegner von vorn und Jo, wenn ich den Weg zurück jetzt finde, dann kann ich es mir wiederholen. Da hast du recht. Nerv mich nicht. Hier runter war das, ne? Ja, perfekt. Diese Hunde gehen mir übelst auf die Nerven. Und nein, GTR nicht vorhanden. Diese Hunde sind so nervig. Ich bin ganz unauffällig und leise. Ganz unauffällig und leise. Du hörst mich nicht. Toll. Es funktioniert gut. Okay, jetzt noch mal da lang.
Oh mein Gott, sammeln uns einfach schnell ein! Die gehen mir so auf die Nerven, diese Köter, ne? Wie viele haben wir jetzt? Falsch. Hi. Wir gehen jetzt einfach nochmal. Die Großen müssen doch jetzt da sein, oder? Zu dem Großen, der droppt bestimmt viel und gibt bestimmt viele Blutechos. Da darf ich jetzt nur nicht sterben. Der droppt auch nichts, aber die sehen echt komisch aus. Also irgendwie passen die nicht so ganz hier hin. Finde ich zumindest. Toll. Die sehen so komisch aus mit der Kuhglocke um den Hals und mit diesem Gesicht. So. Da kommt der Fette wieder. Der ist ja relativ einfach gewesen. Sag ich jetzt noch. Gisela ist unauffällig. Du siehst mich nicht. Hallo? Nein, 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 nein. Ich sag noch, oh, das ist so einfach. Hm. Wie viel hat er mir gegeben? Noch ein paar. Okay, wir gehen noch mal dazu, den da unten. Dann holen wir uns die restlichen und dann können wir den Schlüssel kaufen. Der sieht mich hinter dem Baum bestimmt nicht. Toll. Funktioniert einwandfrei. Und ich bin fast tot. Super Plan gewesen. Die kommen nicht hinterher. Sonst hätte man das Tor zumachen können und dann von der anderen Seite auf die einschlagen, aber irgendwie will das wahrscheinlich nicht. Der dreht sich da hinten allein, ist auch gut. Die machen Geräusche wie Hunde, ne? Schnauze. Schnauze! Du auch. Auf! Bei mir hat es gerade nicht gespackt. Komisch. Aber naja. Es läuft auf jeden Fall. Also 10.000 habe ich jetzt.
Vielleicht sollte ich mir auch mal Turbo zulegen. Huch, der bewegt sich noch. Twitch Turbo. Vielleicht wäre das ein bisschen effektiver für meine Streams. Ja. Okay, es gibt Kreaturen, die Angst vor den Flammen haben. Bis jetzt habe ich solche noch nicht gesehen. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte das nicht ausgeben. Ich blöd. Moment, wir kaufen den Schlüssel. Oh mein Gott! Hi! Ich glaube, das ist relativ nah dran. Das kriegen wir schon hin. Wir könnten auch natürlich gleich nach Altjanam gehen, aber wenn da wirklich nur Bestien sind, also nur überall Bestien und ich weiß nicht, ob das so gut ist. Und nein, die Wege kenne ich nicht gut. Das ist nur der Weg von dem Tor bis zum nächsten Tor. Die anderen Wege kenne ich ja noch nicht wirklich. Und den Weg halt runter zu der anderen Lampe. Aber da muss man auch einfach nur runterlaufen, ne? Hi, Kollege. Au! Wieso sind die denn so stark mit so einem komischen Gehstock? Oh, oh, voll gegen das Teil geschlagen. Da müssen wir den Kerl da oben noch mal kurz machen. Dürfte aber auch kein Problem werden. Hi, finish Lego. Nein! Super, wir können jetzt da hoch. Da ist der Freund von dem Kerl, den wir gerade getötet haben. Ah, das ist okay, das ist für das Tor. Oh, die haben große Hüte. Oh, dein Ernst? Dein Ernst? Jetzt greifen die mich mit Feuer an. Oh, ein Vogel. Kaltblutschau. Der hat aber keinen so einen Flammenwerferteil, ne? Gut. Okay. Giftmesser. Moment. Giftmesser hört sich gut an. So. Okay, da muss ich sowieso, muss ich mich dran erinnern, dass ich da sowieso mal zurückgehe zu dem Kerl und mit dem spreche, um zu gucken, ob da irgendwas Neues gibt. Ob es da irgendwas Neues gibt. Wer redet da? Da oben der Kerl. Ah, hier können wir klopfen.
Muss kurz was trinken. Das ist sehr nett, dass uns keiner reinlassen würde. Natürlich komme ich am Morgen wieder. Gisela merkt sich sowas bestimmt. Ist das wirklich eine Burg? Aha. Also Gisela ist ganz bestimmt keine Bestie, das kann ich... Da steht einer um die Ecke und wartet, ich sehe es. Okay, hier klopft jemand ziemlich laut. Oder ist es einfach nur jemand sehr Fettes? Wir müssen gleich mal gucken gehen. Oh, er kommt zu uns. Ja! Ich dachte, er hätte mich nicht gesehen. Na dann. Super. Ja. Toll, jetzt sind wir schon wieder tot. Ja, da war einer mit einer Waffe, aber ich habe echt gedacht, die laufen vorbei, weil der erste mich irgendwie nicht gesehen hat. Da habe ich mich ein bisschen verschätzt. Na, egal. Da sitzt die tolle Frau, die wir umgebracht haben. Die hat übrigens ziemlich viele Schläge gebraucht, was fand ich schon sehr komisch. Mein Gott, Insta-Kill. Unglaublich. Diese Kraft. Au! Au, 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 au. Nicht gut. Na, er. Er fragt ja ganz nette Sachen, ganz liebe Sachen, aber. Jetzt war ich etwas abgelenkt. Mist. Jetzt war ich etwas zu sehr abgelenkt vom Chat. Ich wollte gerade antworten und ja, da bin ich natürlich drauf gegangen. Ich dachte, der wäre so ungelenk und würde schon wieder so lange brauchen wie letztes Mal, um auf mich einzuschlagen, aber irgendwie. Genau. Er spammt nicht. Also es gibt ja die Leute, die dann die ganze Zeit ohne Ende dann schreiben und weiterschreiben und weiterfragen nach englischer Übersetzung und so. Wenn er das jetzt machen würde, dann... Der kann ruhig drin bleiben. Wie wär's mit einem Giftmesser? Interessiert den voll den Scheiß.
Obwohl, da müssen wir bei den anderen, da waren eben auch welche drin, die haben eigentlich gesprochen, da müssen wir auch dann ein bisschen nachsichtiger sein. Außer sie hören halt überhaupt nicht auf. Wie letztes Mal, wo wir dann die ganzen drin hatten, die dann auf Englisch sich gegenseitig beleidigt haben. Hör auf damit! Ich weiß. Du machst deine Arbeit gut. Ich habe ja nichts dagegen gesagt. Ich finde das gut, wie du das regelst. So, wir gehen nochmal hier runter, auch wenn ich da diesmal vorsichtiger sein muss. Obwohl nochmal mit den Leuten quatschen bringt jetzt wahrscheinlich nichts. Wahrscheinlich nicht. Oh, danke dir. So, ich warte jetzt erstmal. Ich sehe dich. Was hat der denn? Giftmesser. Dann halt nicht. Was hat der für eine üble Waffe, bitte? Das ist voll. Voll unfair. Aua, aua, aua. Hau ihm doch einen über! Gisela. Hi. Ich habe mich vor seiner Kugel geduckt. Das war doch auch mal cool. Gisela kann's ja. Ist ja nicht so, als könnte Gisela es nicht. Stellt sich nur manchmal ein bisschen blöd an. Gisela hat schöne Augen. Das war ein tolles Gespräch. Ja, die Anita fehlt noch. Da liegt auch was. Moment. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was war das denn? Das war eine Falle. Hör auf. Obwohl, irgendeiner von euch muss mir bitte erklären, was es eben war, wo ich diese Ausrüstung aufgehoben habe und plötzlich kam da diese komische blaue Kugel und ich bin in die Luft geflogen und gestorben. Und da stand irgendwie Wahnsinn oder so drauf. Ich wüsste gerne, was das gewesen ist. Kirchengewand? Ist nicht so gut wie unser. Ja, okay, doch, bei Arkan, aber. Chirurgenhandschuhe? Nee, damit sehen wir gruselig aus. Ja, ist richtig so. Ja, bin fast gestorben und irgendwie bin ich anscheinend fast wahnsinnig geworden. Also Gisela zumindest. Der verprügelt den da drinnen. Zumindest hört sich das an, als würde er jemanden zusammenschlagen. Der schlägt doch irgendjemanden zusammen, der Blöde. Der schießt sich da oben einen ab. Ich habe ein Giftmesser. Lass mich in Ruhe. Mein Giftmesser bringt sehr viel. Merk ich. Merk ich ganz extrem. Ist da wieder so ein Viehbein? Na nee, gut. Doch, da ist so ein Viehbein. Scheiße. Gegen die habe ich irgendwie fast nie eine Chance. Ich weiß nicht warum.
Okay, das heißt abwarten. Gisela muss abwarten. Gisela hat keine Geduld. Der droppt nix. Okay, dann gehen wir mal zu dem hier, der meint uns abzuschießen. Der hat sie ja anscheinend auch nicht mehr. Vögel. Ah, da oben. Okay. Ja, der freche Mann da. So. Och nein. Darfst ihm nicht wehtun, er ist ja ganz lieb. So, Gisela, mach mal schneller hier. Beweg deinen Arsch ein bisschen flotter. Bis 11:30 würde ich sagen, noch eine Stunde ungefähr. Ja, ist ganz lieb. So. Das heilige Sprichwort der großen Kathedrale. Aber das sind zwei davon, das ist aber nett. Hier runterspringen ist eine gute Idee. Machen wir das mal. Oh, da ist auch eine Leiter. Scheiße, wie kommt. Ah, gut. Okay, da müssen wir jetzt alle auch wahrscheinlich hin, ne? Toll. Nein! Hund schon wieder, scheiße. Die Hunde kann ich überhaupt nicht leiden. Die greifen auch so ganz komisch an. Also so eine Lampe oder so wäre jetzt eigentlich nochmal ganz cool. Wie viel haben wir denn eigentlich? 5.000 fast. Gut, dass das verschlossen ist. Oh. Also jetzt öffne ich es nochmal nicht. Wir gehen nochmal kurz gucken, was wir so finden. Die Treppe rauf wäre auch noch eine Möglichkeit. Ah, oh, nein, da kommt der schon wieder. Aua, aua, aua. Natürlich habe ich eine Lampe. Aber hier mit einer Lampe rumlaufen war mir zu doof. Ich laufe lieber mit der langen Axt rum. Ich mache die nicht gern klein. Merkt man vielleicht auch. Also ich habe jetzt die kleine nur rausgeholt, wenn ich versucht habe, diesen Eingeweideangriff zu machen. Abkürzung. Abkürzung hört sich gut an, aber ich glaube, dass so viel Abkürzung ist es dann nicht. Mal gucken, was da oben ist. Nein. Nein, 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 da gehen wir noch nicht hin. Da mache ich das andere Tor auch noch mal auf. Auf den Platz gehe ich vielleicht auch. Wir gucken mal. Das sind zwei von diesen großen. Das ist machbar. Wenn ich diesmal vernünftig. Oh. Oh, nein, 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 nein. Das sind aber jetzt mehrere. Da ist eine Treppe. Ich weiß gleich nicht mehr, wo ich schon war und wo nicht. Ah, nö, ne, Fackel habe ich. Was war das jetzt mit dem Nebel? Komme ich da an diesen selben Platz zurück?
Ach du Scheiße. Wo ist jetzt die Leiter? Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Na los, spring! Spring, Gisela. Ist noch was? Oh, wir haben die kleinen Zylinder gefunden. Ich kriege gleich. Ah, das ist so süß. Also, ich kriege einen Süßheitsanfall. Das habe ich im Multiplayer gesehen. Da kann man den kleinen Booten so kleine Zylinder anziehen. Dann haben die kleine Hüte an. Das ist mega süß. Das ist cool, dass ich das jetzt benutzen kann. Mega süß. Süßer als die Schleifchen. Dann haben wir kleine Gentleman-Booten. Das ist doch niedlich. So, da ist noch einer. Toll. Hi. Wo bin ich? Wo bin ich? Bin ich... Bin ich wieder an der Kathedrale? Meine Boten haben jetzt gleich auch die Zylinder. Ich gehe den jetzt den anziehen. Ich gehe mal kurz gucken, ob wir irgendwelche Upgrades uns leisten können. Dann ziehe ich auf jeden Fall den Boten die Zylinder an, weil diese Zylinder sind ganz süß. Dann gehen wir mal zu den zwei Großen auf dem Platz. Und gehen da weiter hoch. Also einen Weg haben wir jetzt auf jeden Fall gefunden. Na toll. Jetzt ist die Olle schon wieder nicht da. Erstmal gehe ich zu den Booten und die Zylinder anziehen. Nein, das sind aber nicht die süßen Hüte, die ich meinte. Aber sie sind trotzdem süß. So, wo ist denn die Frau? Hängt die schon wieder hier oben am Grab rum? Ja. Willkommen daheim, was wünscht. Stimmt, Waffen-Upgrades, bin dafür, dass wir Stärke upgraden. Und jetzt gucken wir mal, ob wir hier drin noch irgendwas machen können. Irgendwas Tolles. Okay. Ist das jetzt richtig so? Habe ich das jetzt gemacht? Ja, ne? Habe ich sie jetzt verstärkt? Ja, oder? Kann ich noch eins auswählen? Nee, nur einen. Okay, dann lassen wir es bei dem. Ob das eine gute Idee war, ich weiß es nicht. Ich hoffe es einfach. Warte, wir haben... Bevor ich es vergesse, gehen wir kurz zu dem zurück und reden kurz mit dem. Und dann geht's weiter. Ich will jetzt da nämlich nicht irgendwie irgendwas auslassen. Und dann im Endeffekt diesen Flammenwerfer nicht kriegen. Den hätte ich nämlich schon gern. Den Flammenwerfer hätte ich gerne.
Blutedelsteine. Ja, ich habe gerade irgendwas davon verwendet. Irgendwas. Ja, hallo. Hi. Flammensprüher. Das werden wir sehen, mein Freund. Momentchen. Moment. Schön, als Mensch sterben. Wer möchte das nicht? Holzschild? Wo habe ich das denn hier? Was? Attributanforderungen nicht erfüllt. Okay. Egal, wir haben ihn auf jeden Fall. Den Flammensprüher. Das heißt, wir müssen jetzt nicht mehr zu dem zurück. Ich weiß es nicht, wie er die da durchbekommen hat. Er hat sie wahrscheinlich teleportiert, aber keine Ahnung. Genau, dahin wollen wir zurück und dann geht's weiter. Dann geht's weiter. Ich weiß, da habe ich eine Seite auch noch komplett ausgelassen, wo wir hätten lang gehen können. Das war eine Art Brücke oder sowas. Wenn wir dieses große Tor da öffnen, wir schauen mal. Wir kriegen da bestimmt noch die Möglichkeit, da nochmal hinzugehen. Und irgendwie muss ich momentan total viel trinken, dass das Game, trotz, obwohl es momentan nicht so schwer ist, momentan, beansprucht doch irgendwie meine Nerven. So. Ja, es läuft recht gut bisher mit Gisela. Also ich bin auch zufrieden mit ihm. War das die Abkürzung? Oh, da. Aber das sind immer nur diese kleinen Viecher, die mir irgendwie wehtun. Diese sinnlosen kleinen Viecher wie die Hunde. Oder die Vögel. Giftmesser. Na toll. Das hilft viel. Oh ja. Oh ja. Langsam, langsam komme ich hinterher. Langsam weiß ich, wie es funktioniert. Aber auch nur langsam. Ich brauche keinen Koop-Spieler suchen. Nö. Da oben liegt auch noch was. Da war die Leiter. Wir gehen mal hier lang. Der sieht durchaus böse aus. Und der lebt bestimmt noch, oder? Nee, oder auch nicht. Oh. Freunde, euer Ernst? Aua. Aua, oh nein, Gisela, lass das. Giftmesser? Interessiert die gar nicht. Oh mein Gott, das sind so viele. Nein. Nein. Ja, okay.
Na toll. Jetzt sind wir da gestorben. Jetzt müssen wir nochmal dahin. Ich hoffe, wir kriegen. Ja, also Koop für den Stream sowieso nicht. Das mache ich alleine. Der Koop würde ich nur außerhalb des Streams machen. Zumindest momentan. Oh, diese Viecher sind irgendwie stark. Oh, das hat total jetzt genervt, dass ich da gestorben bin. Oder doch lieber unten lang? Ich weiß es nicht. Da laufen die zwei, die mich eben wahrscheinlich umgebracht haben. Ja, das mit der Abkürzung ist sehr gut. Anders würde ich den Weg auch nie wiederfinden. Oh mein Gott! Zu viele, zu viele, zu viele, zu viele, zu viele. Lauf weg, Gisela. Das schaffst du nicht. Ja, ist hier jetzt in Ordnung, ihr zwei. Also, wenn ich Interesse am Koop habe, werde ich es bestimmt hier mal ansprechen, aber bis dahin macht das Gisela erstmal alleine. Aber wie gesagt, wenn, dann melde ich mich. Ich bin runterfallen. Oh. Oh mein Gott! Nein! Nein! Geh wieder! Ich mag dich nicht! Giftmesser! Oh. Ja, Gisela ist ganz mutig. Man sieht es. Du kommst hier nicht durch, oder? Oder etwa doch? Ich sehe nichts. Oh mein Gott. Diese Kamera, ne? Scheiße. Ich sollte das nächste Mal Ausdauer upgraden. Gisela! Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Mein kleiner lieber Gisela. Wir werfen nochmal ein Giftmesser, vielleicht bringt das irgendwas. Naja, nicht wirklich. Scheiße, wieso kann der hier runterkommen? Dann sieht er auch noch so ekelhaft aus. Jetzt aber, hau drauf. Ja, habe ich gesehen, ich lag die ganze Zeit gegen das Geländer. Aber egal, Gisela hat es auf jeden Fall geschafft. Wo bin ich tot? Wo hast du meinen Tod gesehen, hä? Es reizt mich ja schon, darunter zu gehen, ne? Es reizt mich einfach zu sehr. Ich muss da runter zu den Zweien. Bevor ich das mache, muss ich erstmal den besiegen. Ich sterbe sowieso schon fast bei dem.
Ach, eine Waffe hat er auch noch. So unfair spielt er. Nett. So. Die zwei da dachte, ach, das schaffen wir. Easy going. Nein, Hund! Nein! Okay, ich habe das Gefühl, von da oben komme ich runter. Da war ich eben schon mal. Rollstuhltyp mit Schrotflinte. Der andere kommt dazu, scheiße. Oder etwa nicht. Okay, den anderen kriegen wir auch noch. Das schaffen wir. Na los! Rasier ihn, Gisela, los! Super! Das ging relativ schnell, aber ich muss echt die Ausdauer ein bisschen noch upgraden. So viel zuschlagen kann ich da noch nicht. Da hinten liegt noch was. Da auch noch. Ganz viel Wissen des Verrückten. Dadurch kriegen wir doch Einsicht, oder? Da kommt jemand. Scheiße. Ja, das da hinten. Ah, der kommt hier doch um die Ecke, oder? Ja. Der hat so ein Flammenteil wieder dabei. Au! Ja, obwohl ich muss sagen, echt, dass ich diese Waffe hier bevorzuge. Ich finde die besser als die kurze. Was ist das hier? Nebelwolke, die... Okay, es gibt also Gegner, die sich sehr gerne regenerieren. Das ist toll. Da liegt auch noch was, oder? Auf der anderen... Nee, da komme ich dran. Okay, das ging ja doch relativ schnell. Ich weiß nicht, wo wir lang. Wir können hier lang. Wir können auf der anderen Seite lang. Obwohl, nee, da kommen wir jetzt zurück durch das Tor. Hi. Wir gehen doch lieber jetzt hier lang. Da, wo das laute Geräusch herkommt, ist super. Ich mag die Lange irgendwie mehr. Ich komme mit der Kleinen nicht so gut zurecht. Vor allen Dingen versuche ich lieber, die Gegner ein bisschen auf Distanz zu halten. Und dann ist es mit der hier schon netter. Oh! Oh mein Gott, what the fuck? What the fuck? What the fuck? Was ist das denn? Was ist das? Das Unsichtbare da. Oh mein Gott, kann ich weglaufen vor diesem Teil? Das ist dieser Wahnsinn wieder. Wo ist der? Oh Gott. Oh mein Gott. Was ist das denn?
Ich bin gleich tot, ne? Super. Ja, genau, Gisela. Das hast du gut gemacht. Okay, ich wüsste gerne, was das ist. Ich wüsste jetzt wirklich gerne, was dieses komische Zeichen da oben ist, denn eben als das Zeichen voll war, kam das blaue Zeug, ich bin in die Luft geflogen und war fast tot. Naja, wir müssen jetzt eh erstmal wieder dahin latschen. Ja, aber warum Wahnsinn? Warum Wahnsinn? Wieso kann das nicht um was Nettes sein? Nein, es muss Wahnsinn sein. Ja, wie verhindere ich denn, dass der voll wird? Wow, Feuer! Nein, nein, nein! Okay. Wo kriege ich denn Resistenz gegen Wahnsinn her? Das habe ich bestimmt jetzt noch nicht, ne? Wir verhalten uns ruhig und unauffällig. Echt? Kleidungsstücke gegen Wahnsinn? Guck ich gleich mal. Wenn ich vielleicht nicht wieder angegriffen werde. Beruhigungsmittel habe ich eins von der alten Frau, die ich What the fuck ist das denn? Ich bin fast tot. Was macht der da für einen Scheiß? Okay. Wir gehen nochmal da hoch, aber ich weiß gar nicht, wie ich gegen diese Typen irgendeine Chance haben soll. Die lasse ich einfach mal hier stehen, die zwei. Die haben ein... Ach du Scheiße. Habe ich irgendwas, was brennt? Das werfe ich jetzt ein bisschen durch die Gegend. Vielleicht hilft das. Vielleicht auch nicht. Wieso leuchtet das rot, das Kreuz? Niedergestreckt den ersten. Allerdings auch nur den ersten. Da kommt der nächste. Oh! Wieso kommt da der Wahnsinn schon wieder? Oh. Cool bleiben. Okay, ich muss echt hier ein bisschen Beruhigungstabletten nehmen. So. Das Giftmesser bringt einen Scheiß. Wieso gibt es das überhaupt? Oh, hier geht's nochmal lang. Hallo. Ja, sag mal, wo soll ich denn hier lang? Ist überall noch irgendwas? Nein, sieht böse aus. Vielleicht gucke ich erstmal da in der Mitte bei dem Durchgang.
Oh nein, das geht auf, das geht auf, das geht auf. Nein, ich wollte noch gar nicht. Nein. Oh. Da oben wartet irgendwas Böses auf mich, das will ich nicht. Ich geh erstmal hier gucken. Blutunterlaufender Augapfel? Na super. Was zum Teufel ist das hier? Das sieht auch noch nicht so ganz gesund aus. Scheiße. Wir gehen hier durch die Mitte. Und rennen wahrscheinlich dem Boss in die Arme, falls da ein Boss ist. Och nö. Gisela, mach was. Ah, das sieht aus wie Aliens. Oh nein! Raus teleportieren kann ich mich. Vielleicht soll ich das auch mal auf so einen Shortcut legen. Ich finde das überhaupt nicht lustig. Das wollte ich überhaupt nicht. Alles gut. Ich fühle mich nicht komisch hier in... Oh nein. Ich habe irgendwas Falsches gemacht, bestimmt. Was hat die denn für Probleme? Wir sind doch cool, oder? Alter, wie siehst du denn aus? Du siehst ja richtig kacke aus. Ach du Scheiße. Lass mich. Ups, oh, au, 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 au. Was ist das für eine blöde Kuh? Gisela wird... Ja. Okay, Nebel. Ich habe ein Nebeldingens, aber... Wieso sollte sie sich denn heilen? Das ist doch scheiße. Ja, die ist bestimmt noch nicht so hart. Ich konnte am Anfang auch gut ausweichen, aber dann bin ich irgendwann stehen geblieben und das war falsch. Das war falsch. 6 Nebel habe ich sogar. Wie lange hält denn so ein Nebel an? Ich
Ich will jetzt nicht immer gegen die alle kämpfen, das ist doch scheiße. Leise. Aua! Okay. Wie, es geht wieder los? Also finde ich jetzt überhaupt nicht. Ich bin beim Boss, wo ich letztes Mal einen ganzen Stream lang dran hin, bin ich mit dem ersten Try durchgekommen. Wir schaffen das. Ja klar, ich muss ja auch erstmal wissen, was der Gegner macht, ne? Dein Ernst? Was ist das für ein scheiß Licht, was der da benutzt? Jetzt bin ich schon wieder tot, ganz ehrlich. Das ist so nervig. Diese Typen sind scheiße. Diese Typen sind total scheiße. Und warum Feigling? Also leveln würde ich schon nochmal gern vorher, bevor ich da nochmal reinlaufe. Ja, dieses Vieh sieht echt ziemlich hässlich aus. Mal gucken, wie viel Einsicht ich habe. Ich glaube, das hat aber keinen Einfluss jetzt da drauf momentan. Auf die Gegner. Die hier nerven mich einfach. Wenn die nicht wären, wäre alles viel einfacher. Kassier halt eine Kugel und dann bist du tot. Nein, nein. Nein. Oh, da kommt der mit seiner blöden Lampe wieder. Lass das. Lass den Scheiß. Mein Gott, ist das stark! Kein Kommentar. Einfach kein Kommentar. Ich sag da nichts mehr zu. Natürlich muss ich die töten. Da hinten ist doch diese Viecher mit diesen roten Kreuzen. Ich will nicht unbedingt von denen dann fertig gemacht werden und die anderen in meinem Rücken haben. Egal. Ich muss diesmal ruhig bleiben. Also letztes Mal war es schon echt anstrengend. Dieses Mal kriege ich's hin. Alter, die gehen so auf die Nerven. Mann. Scheißgegner sind das. Das war ein guter Tipp, einfach vorbeizulaufen. Oh mein Gott! Nein! Nein, 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 nein. Gisela, du schaffst das. Wir laufen einfach im Kreis und verwirren sie. Das wird sein. Das ist der Trick. Das ist der Trick bei der Sache.
Nein! Wieso warten die denn jetzt da oben? Boah, nerv mich mit deinem blöden Licht, ne? Wie viele habe ich jetzt eingesammelt? Bestimmt nicht so viele, oder? Nee, es reicht nicht. Warum sollte ich jetzt momentan auch gechillt sein, ganz ehrlich? Diese Typen! Die sind so provokant! Alter! Lass das! Boah! Da kann man doch nur sauer werden. Yo! Ich bin noch mega gechillt. Ich hoffe, das merkt man. Oh, da sind die schon wieder. Och nein. Wie wär's mit dem Giftmesser? Lass den Wahnsinn bei dir, ich brauche ihn nicht. Mich erwischt. What? Oh, soll ich jetzt? Ich sag nichts mehr dazu. Ich sag nichts mehr dazu. Ihr habt es ja selbst gesehen, ich sag da nichts mehr zu. Nö. Nö. Kein Kommentar. Das war... Wow. Wow! Ich wollte ja eigentlich nur noch eine Viertelstunde spielen, aber ich will zumindest noch mal bis zu diesem komischen Fieder kommen, zu diesem komischen Boss. Lass stecken! Boah, die sind so unfair, so nervig. Ich habe keine Worte mehr dafür, ne? Stimmt, ich könnte eigentlich auch von hinten, obwohl, nee, da kommt der Große die Treppe runter, das ist auch nicht so cool. Der Große muss auf jeden Fall vorbei. Wie spiele ich? Boah, diese doofen Lichtteile. Wow, geil. Geiler Move, Gisela. Geiler Move, Gisela. Unglaublich. Ich lauf weg. Die sind mir zu doof. Die können hier unten bleiben, dann gehe ich nach oben. Dann gehe ich nach oben. Dann gehe ich nach
oben. Au, scheiße. Oh, komm schon, das ist so nervig gerade. Jo, leveln kann ich aber erst, wenn ich genug Blutechos habe. Und das habe ich nicht. Bei dem Typen gehe ich gleich wieder drauf. Ich sehe es schon kommen. Ich sehe es schon kommen. Die regen mich so auf. Oh. Aber dann kommen da oben die Typen mit dem Wahnsinn wieder und oh. Habe ich irgendwas Wahnsinnresistentes bei mir? Irgendetwas. Nee, ne? An denen vorbei. Wenn das jetzt nicht funktioniert, beende ich den Stream eh für heute. Wir haben fast halb. Um halb wollte ich ja Schluss machen. Na dann. Und fast tot, yay! Die ging eben nicht so ab. Diese alte ging eben nicht so ab. Ja, ich hatte gar keine einzige Chance. Gar nicht. Ist okay. Ist okay, ich glaube, das sollte auch dann für heute reichen. Ansonsten wird die Stimmung bei mir wieder so schlecht wie das letzte Mal am Ende. Und dann spiele ich nur noch mit Aggression und das sollte man lassen. Das sollte man wirklich lassen. Dann lasse ich mir das fürs nächste Mal. Vielleicht levelt ja Gisela zufällig bis dahin noch ein bisschen. Oh, die sind so süß. Die heben die Laune gleich wieder. Die sind ganz niedlich, die Kleinen, da mit den Hüten. Ja. Nein. Gisela macht das alleine oder mit dem Horst zusammen. Ja. Wir sind auf jeden Fall weitergekommen als im letzten Stream. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und fürs Mitmachen und wir werden uns dann am Mittwoch, wenn ihr alle wieder dabei sein mögt, werden wir uns dann wiedersehen und dann schaffen wir das auch. Vielleicht level ich in der Zeit noch was, das ist halt jetzt für den Stream ein bisschen blöd mit dem Leveln. Wenn ich dann nur rumlaufe und Gegner kille und ein bisschen farme, das mache ich dann wahrscheinlich für mich alleine. Ja, euch allen eine gute Nacht und bis dann. Ciao.